Montagabend, 20.15 Uhr. Es ist wieder Zeit für die Sportarena. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Und so langsam, da kribbelt es schon bei uns hier bei München TV. Denn am Samstag geht's los, unsere 16-tägige Wiesensendung. Und auch einige Sportlerinnen und Sportler, die Sie hier aus unserer Sendung Sportarena kennen, werden mit dabei sein. Wie das Ganze aussieht, das verrate ich Ihnen gleich noch. Und was Sie heute in der Sendung erwartet, das sehen Sie jetzt. Erfolgreichstes Grand Slam. Peter Gojovcic schafft es bis ins Achtelfinale der US Open. Wir sprechen mit ihm über das Turnier hier bei uns im Studio. Champions League-Debüt für Trainer Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern München. Der Gegner, der FC Barcelona. Zurück von der Weltmeisterschaft. Windsurfer Andy Laufer berichtet von der WM in Griechenland. Und Wiesen-Countdown. Wir zeigen euch schon eine kleine Sneak Peek, wie sich unsere Sportler in der Wiesensendung schlagen. Er war die Überraschung aus Deutschland bei den US Open. Peter Gojovcic hier aus Dachau hat es bis ins Achtelfinale geschafft beim Grand Slam Turnier. Und Philipp Röttger hat nochmal die Einzelheiten zusammengefasst. Es ist die deutsche Überraschung bei den US Open. Der Dachauer Peter Gojovcic erreicht als Qualifikant beim Grand Slam in New York überraschend das Achtelfinale. Eine Premiere für den Dachauer. Noch nie ist er bei einem der vier Grand Slam Turniere so weit gekommen. Der 32-Jährige startete in der Qualifikation. Drei Spiele musste er dort erstmal gewinnen, um überhaupt ins Hauptfeld einzuziehen. Und da hat er sich durchgekämpft. Drei enge Partien in der Quali später hieß es dann Hauptrunde bei den US Open. Sogar den Franzosen Hugo Humbert, den 28. der Welt, hat Gojovcic bezwungen. Als 141. der Welt gestartet, steht er jetzt auf Platz 138 in der Weltrangliste. Im Achtelfinale musste der Dachauer sich aber in einem engen und spannenden Match gegen das 18-jährige Top-Talent Carlos Alcaraz geschlagen geben. Den US Open-Erfolg schaffte Peter Gojovcic ganz alleine. Ohne Trainer, ohne Betreuer und ohne Physiotherapeuten. Also quasi Peter allein in New York. Und jetzt darf ich ihn hier bei mir im Studio begrüßen. Servus Peter, schön, Servus. Dass du da bist. Danke. Nochmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Es war ein Wahnsinnserfolg für dich in New York, was du da geleistet hast. Danke, jetzt ja. So ein paar Tage später, hast du das alles schon so verarbeiten können? Ich muss gestehen, nicht so wirklich. Ja, aber die Tage, was ich jetzt zu Hause war in München, einfach, es war schön, dass ich da einfach mal kurze Auszeit hatte. Aber heute ging schon wieder das Training los. Das heißt quasi ohne Pause. Und ich sage es auch mal, ich weiß gar nicht, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause gesehen haben, du hast schon ein bisschen sehr gelacht, als wir gesagt haben, der Peter allein in New York, das hast du jetzt sehr, sehr oft gehört. Aber es ist auch einfach außergewöhnlich, dass du bei einem US Open Turnier, wo du so weit kommst, dort bist wirklich ohne Physiotherapeut, ohne Betreuer, ohne Trainer. Für dich machbar? Und was sind so ein bisschen die Gründe dafür? Für mich machbar, absolut. Weil alleine, muss ich auch gestehen, spiele ich, auch wenn es blöd klingt, einmal am besten. Aber nichtsdestotrotz war es halt schon recht viel, ne? Weil du musst dich halt echt um alles kümmern, Trainingspartner, Trainingsplätze, Physio-Behandlungen. Dann gibt es da so einen schönen Recovery, also Erholungsraum. Dort war ich dann auch noch, aber ja, also es hat riesen Spaß gemacht, ja, auch das Erlebnis selber jetzt alleine in New York zu sein, war einfach überragend. Das heißt, es sind wahnsinnig viele Eindrücke und wahrscheinlich deine Leistung dadurch noch mal höher zu hängen, dass du das alles irgendwie auch alleine gewuppt und geleistet hast. Ist das aber was für dich, was du bei mehreren Turnieren machst oder war das jetzt für dich so ein bisschen eine Ausnahme auch? Ja, ich war vorher ja schon mit dem Trainer, mit Christopher Kahrs zusammen und wir haben uns da einfach freundschaftlich getrennt, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, okay, ich brauche irgendwie was anderes nochmal. Nichtsdestotrotz habe ich seitdem auch keinen anderen Trainer gehabt. Ich in München jetzt beim Sportcheck in Unterföhring trainiere ich. Dort gestalte ich auch ein bisschen mein eigenes Training und bin mein eigener Herr. Ja, also das finde ich immer ganz angenehm auch. Ja, kann so tun, was ich will, mache so irgendwie mein eigenes Ding ein bisschen. Und da war ich schon immer gut drin, auch wenn ich meinen eigenen Kopf hatte und selber irgendwie die Entscheidungen fallen konnte. Ne? Nichtsdestotrotz
brauchst du einen Trainer? Ja, ich bin auch auf der Suche, aber ich lasse mir da einfach noch ein bisschen Zeit. Und du bist ja auch ganz schön erfolgreich, so wie es jetzt eben gerade läuft, als Qualifikant. Jetzt noch mal so ein bisschen, hast du das so im Kopf, was du dir gedacht hast, als du gesagt hast, okay, jetzt bin ich schon in der Hauptrunde, die nächste Runde, und dann stehe ich im Achtelfinale. War das für dich manchmal so ein bisschen surreal oder hast du gesagt, naja, dafür habe ich gearbeitet? Ja, ich habe mir da nicht so richtig einen Kopf gemacht, ne, sondern einfach gespielt, sagt man so schön bei uns. Ne? Das ist eigentlich das Beste, oder? Ja, Kopf ausschalten, spielen. Richtig, genau. Das ist die Kunst auch irgendwie, ne, dass du da Kopf ausschaltest, spielst. Ich hätte auch in der ersten Quali-Runde ausscheiden können, ja, sage ich auch so offen, weil bei uns ist das Level einfach so eng, ja, und da kann einfach jeder jeden schlagen. Und wie gesagt, ich hätte erste Runde Quali ausscheiden können, Best of Five, dann auf einmal im Hauptfeld. Hätte ich ja noch in der ersten Runde ausscheiden können, aber irgendwie kamen die Momente für mich. Ne? Ich war derjenige, der das Spiel auch ein bisschen entscheidet. Das ist auch mein ganzes Spiel. Ich spiele aggressiv, ich mache die Punkte, ich gehe für den Shot. Und das war einfach in New York jetzt einfach ein Tick besser als sonst, ja, gebe ich auch zu. Und die gewissen Momente habe ich einfach auch richtig gespielt und das ist auch ganz gut angekommen. Du gibst dich super bescheiden, aber wenn wir jetzt mal schon direkt so ein bisschen in die Zukunft blicken, ich meine, letzte Woche warst du ja gerade noch in New York, ist das so ein bisschen auch der Maßstab, den du dir für dich jetzt auch setzt, wo du sagst, das kann ich leisten, so weit kann ich kommen und das will ich jetzt auch bei den nächsten Turnieren dann erreichen? Ja, das absolut. Ne? Also einfach das Gefühl zu gewinnen, das ist schön, ja, und macht süchtig, ja. Also, und dass ich jetzt Achtelfinale bin, zweite Woche beim Grand Slam war ich bis jetzt noch nie. Ich habe immer zweite Runde beim Grand Slam gespielt bis jetzt, ein paar Mal eng verloren. Und dass das halt einfach jetzt in der zweiten Woche war, das war einfach ein unglaubliches Gefühl, weil die Situation hatte ich einfach noch nicht. Es war einfach viel drumherum, auch das ganze Spielen auf dem Platz. Ich war lange auf dem Platz, die ganzen Stunden, was du nach dem Platz hast, das war enorm viel. Die Presse war enorm viel, muss ich sagen. Das war ein komplett neues Erlebnis, aber auch ein schönes Erlebnis. Wie war für dich die Atmosphäre, die Stimmung? Ich glaube, bei der Qualifikation gab es noch keine Zuschauer, dann aber in der Hauptrunde schon, oder? Genau, richtig. Also bei US Open war es so, dass in der Quali gar keine Zuschauer erlaubt waren. Da war einfach nochmal Stille angesagt und dann ab der ersten Runde war es recht voll, muss ich auch sagen. Es war auch schön, mal wieder vor dem Publikum zu spielen. Die ersten zwei Runden waren zwar auf den kleineren Plätzen, aber das ist halt auch schön irgendwie, weil es trotzdem gefüllt ist und unglaubliche Atmosphäre ist. Und dann danach, dritte Runde, vierte Runde, war ich auf den größeren Plätzen zu sehen und das war einfach ein unglaubliches Gefühl und habe es auch genossen. Aber einfach Lust auf mehr. Definitiv Lust auf mehr. Die Leistung, die du da erbracht hast, das haben wir schon gesagt, das war wahnsinnige zwei Wochen. Du hattest auch sechs Spiele eben in zwei Wochen. Würdest du jetzt rückblickend sagen, okay, das Pensum ist auch einfach so unfassbar hoch, dass es vielleicht im siebten Spiel dann auch daran ein bisschen scheitert? Oder sagst du, naja, da war noch ein bisschen die Qualität einfach oder das Glück und das Momentum auf der anderen Seite? Ja, also ich würde sagen, beides. Ja, würde ich sagen. Aber ja, wenn du dann einfach so viele Spiele, Matches, Sätze, Stunden auf dem Platz verbringst und du bist komplett alleine, ja, dann fehlt halt ein bisschen so die Physiotherapie. Klar haben wir das auch vor Ort gehabt, ja, war auch ab und zu dort. Ne? Also sonst kommst du ja auch nicht so weit, würde ich fast sagen. Ja? Aber am Schluss muss ich auch sagen, war ich ein bisschen traurig, weil ich gegen den jungen 18-jährigen Carlos war ich zwei Einsätze vorne, ne? Und war dann im vierten Satz mit Break vorne und dann hat mein Körper nicht mehr so richtig mitgemacht. Ja? Das habe ich dann schon gemerkt. Ich konnte nicht mehr richtig springen, nicht mehr richtig laufen, weil ich Krämpfe hatte in den Beinen, Hüftprobleme ein bisschen. Und war vorher noch beim Doc, habe da noch Tabletten bekommen. Auf dem Platz wurde ich behandelt, habe noch mal Tabletten bekommen. Also insofern habe ich mein ganzes Leben wirklich dort gelassen. Aber ja, ich war am Schluss schon ein bisschen traurig, weil ich einfach ich spüre, dass er auch einfach auf der Kippe hatte. Weil es so nah dran war. Ja, genau, so nah richtig. Dran. Und dass es halt dann so passiert, ist halt schade, aber nichtdestotrotz
Wahnsinnsleistung. Richtig. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr, weil da hast du ja wieder die Chance, quasi nochmal solche Ergebnisse oder noch bessere einzufahren. Nochmal herzlichen Glückwunsch und hat mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Danke auch. Und bei uns geht es jetzt von den Top-Tennisspielern zu den Top-Fußballern in die Champions League. Dort trifft der FC Bayern München auf den FC Barcelona. Sondermotivation vom Geburtstagskind Thomas Müller an seinen Teamkollegen Joshua Kimmich. Kurz vor dem Auftakt in die Champions League Gruppenphase ist die Stimmung beim FC Bayern gut. Für ihn, Trainer Julian Nagelsmann, wird es seine Premiere in der Königsklasse mit dem neuen Club. Und dann wartet direkt ein ganz großer Name, der FC Barcelona. Das ist ein sehr großer Herausforderer, wo wir eine Topleistung brauchen in beiden Spielen. Jetzt geht es erstmal um das eine, um die Eröffnung der Gruppenphase. Ja, wir werden jetzt den Titel nicht morgen gewinnen und auch morgen nicht verlieren, aber es geht schon ein bisschen darum, einen guten Start zu haben. Die Champions League ist jetzt kein Marathon, das ist eher die Bundesliga, sondern ich würde jetzt eher sagen, so ein 200-Meter-Lauf, 200 bis 400-Meter-Lauf, und da ist der Start schon auch entscheidend. Für Manuel Neuer steht bereits das 120. Spiel in der Champions League an. Trotz der Routine für ihn immer noch ein besonderer Wettbewerb. Ja, der FC Barcelona wird nie schwach sein. Und gerade international ist es was Besonderes, glaube ich, für jeden Spieler, der für Barca spielt, auch sich auf der besten Plattform zu präsentieren. Das ist die Champions League. Und dementsprechend erwarten wir nicht eine schwache Mannschaft, egal ob jetzt der ein oder andere Spieler nicht mehr für Barcelona auftritt. Deshalb haben wir höchsten Respekt vor den Spielern, die für Barca spielen. Und wissen natürlich aber auch, was wir können. Mit dem FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew haben die Münchner eine starke, aber machbare Gruppe. Direkt im ersten Spiel der neuen Champions-League-Saison gegen den FC Barcelona zu spielen, für die Bayern etwas Positives. Das ist ein schweres Auswärtsspiel zu Beginn, aber eins, was extrem motiviert und wo wir uns sehr darauf freuen, in einem sehr geschichtsträchtigen Stadion in einer wunderschönen Stadt gegen einen ebenfalls sehr traditionsreichen und großen Fußballclub. Und von dem her eine sehr lohnenswerte Reise mit einem hoffentlich guten Ergebnis für uns. Mit dabei nach seiner Bundesliga-Premiere ist auch Neuzugang Marcel Sabitzer. Anpfiff der Partie ist morgen Abend um 21 Uhr im Camp Nou in Barcelona. Seinen Sport da ausüben, wo manche andere Urlaub machen, ist, glaube ich, so ziemlich der Traum von ganz, ganz vielen. Das geht zum Beispiel bei Windsurf-Profis ganz gut. Und da haben wir einen, der das richtig gut beherrscht, hier bei uns in Herrsching am Ammersee, Andi Laufer. Und der war jetzt bei der WM in Griechenland dabei. Es waren nahezu perfekte Wettkampfbedingungen vor der griechischen Insel Paros, dem Austragungsort der IFCA Slalom WM 2021. Während der gesamten Veranstaltung herrschten hervorragende Rennbedingungen, von leichtem bis hin zu sehr starkem Wind. Bei den Herren ging ein Mix an den Start aus Profis, jungen Windsurfern und Senioren, die für harte Kämpfe sorgten. Während der 4 Wettkampftage hat sich das Feld immer wieder durchgemischt. Die täglich wechselnden Bedingungen haben ein breites Können und eine glückliche Hand bei der Auswahl des Materials gefordert. Insgesamt wurden 10 Rennen ausgetragen. Beständigkeit und Durchhaltevermögen waren also Trumpf. Weil viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Vorsaison wegen Corona nicht richtig trainieren konnten, wurde es für die meisten während der langen Regattatage ziemlich anstrengend. Der Herrschinger Andi Laufer konnte während Corona auf dem Ammersee trainieren, nicht aber auf dem Meer im Ausland. Den Weltmeistertitel hat sich am Ende der Kroate Enrico Marotti geholt, obwohl es gerade bei den Topfahrern bis zu den allerletzten Rennen sehr, sehr eng zugegangen ist. Malte Reuscher wurde mit seinem 6. Platz bester Deutscher. Andi Laufer sicherte sich mit einem 18. Platz den Titel des besten Grandmasters. Und jetzt darf ich dich hier bei mir im Studio begrüßen. Servus Andi, schön, dass du da bist. Servus, Namen. Traumhafte Bilder, traumhaftes Wetter, aber das Ganze war natürlich mit einem sportlichen Hintergrund, dass du dort warst. Ja, okay. Wie bewertest du die WM in Griechenland für dich? Die war eigentlich ein absoluter Erfolg, also sowohl sportlich als auch für den Event oder fürs Windsurfen allgemein. Wir hatten super Bilder, also super Bedingungen vor allen Dingen. Richtig viel Wind, jeden Tag Wind, und es war wirklich am Ende so, dass ich da komplett fertig vom Brett gefallen bin im letzten Rennen und eigentlich schon fast abbrechen musste. Also es war wirklich bis an die Grenzen gegangen alles, und ich war leider ein bisschen unfit, weil wir relativ wenig Wind im Vorfeld hatten hier in Herrsching. Konnte ich nicht so viel trainieren, ich bin dann mal in den Gardasee gefahren, aber von dem her, vom Sportlichen her, war es super, ist super gelaufen.
Das freut uns natürlich in München auch zu hören. Du bist Grandmasters geworden. Einmal kurz, was genau hast du denn da eigentlich gewonnen? Eigentlich fahre ich in der kompletten Overall-Wertung mit, also auch mit den Jungs. Also die meisten sind so zwischen 20 und 30, sagen wir mal. Quasi dein Alter. Ja, schon schön wär's. Da bin ich auch 18. geworden in der Gesamtwertung. In der Ü50-Wertung, die nennt man den Grandmaster, da habe ich gewonnen. Und das ist eigentlich mein erster offizieller Weltmeistertitel sozusagen. Ich bin schon Vize-Weltmeister Overall in der Komplettwertung, also auch inklusive den Jungs. Vize-Weltmeister 2019 geworden, nee, 18 war das schon, genau. Aber Grandmaster habe ich jetzt noch nie gewonnen, genau. Das heißt auch ein Novum für dich. Dabei bist du schon sehr, sehr lange dabei bei den in der ganzen Szene, sage ich mal. Ja. Ich glaube, 1995 hast du dein Debüt gegeben. 1990 sogar. Im Weltcup, ja. Genau. Wow, es ist wirklich und immer noch quasi bei den Topfahrern mit dabei. Ja. Eigentlich die einfache Frage, wie machst du das? Ich hatte 5 Jahre tatsächlich mal aufgehört gehabt, so zwischen 2005 und 2010. Dann sind wir eben an Ammersee rausgezogen, weil wir Nachwuchs bekommen haben, eben um die Kinder da am See aufwachsen zu lassen. Und so bin ich irgendwie wieder ins Windsurfen reingekommen. Ich habe einen super Job bei Neuber Compass hier in München, die mir sehr viel Freizeit auch gewähren. Und ich kann auch vom Ausland teilweise aus arbeiten. Also von dem her funktioniert es wunderbar. Also Arbeit und Sport kann man ganz gut verbinden. Aber du jonglierst auch alles sehr, sehr gut. Ja. Du hast gerade schon gesagt, du trainierst dann am Ammersee. Der Wind ist mal so, mal so. Mhm. Das stelle ich mir aber tatsächlich sehr, sehr schwierig vor. Also könntest du dich am Ammersee wettkampffit machen? Oder reicht das nicht? Nee, auf keinen Fall. Also dieses Jahr, glaube ich, hatte ich jetzt einen Tag Wind seit Mai. War ich einen Tag hier beim Windsurfen hier auf dem Wasser. So schlecht war es eigentlich noch nie. Also wir hatten immer Regen, hast du ja wahrscheinlich mitbekommen, aber kein Wind dazu. Das ist relativ unnormal, weil im Moment die Jetstreams eben ausgefallen sind, also die Westwindlage im Sommer. Und es war ein bisschen schade. Wir waren im Gardasee und ein bisschen im Urlaub mit der Familie davor. Das war natürlich auch okay. Das heißt, da auf jeden Fall Trainingsmöglichkeiten da, weil du bist ja noch lange nicht am Ende. Ja. Wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen auch eben in die Zukunft schauen, jetzt hast du deinen WM-Titel geholt, herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Danke. Aber was hast du dir vorgenommen für quasi die kommenden Rennen? Ist da immer noch Luft nach oben oder sagst du, es ist schon geil, dass ich überhaupt hier mitfahre? Ja, es ist auf jeden Fall geil, dass ich mitfahre. Also man muss auch wirklich dankbar sein, dass man in dem Alter, sagen wir mal, noch so fit ist und mit den Jungen mitfahren kann. Man merkt natürlich schon mit dem Hals und beim Beschleunigen, dass man eben mit den ganz Jungen, mit den Superfitten nicht mehr mithalten kann, das ist klar. Vom Speed her merke ich aber, dass ich da ganz vorne dabei bin. Und das ist eben mein nächster Event auch in Namibia. Da geht es eben um Speed-Weltrekord. Und da will ich eben ganz vorne dabei sein. Also wir sind gerade in der Vorbereitungsphase, sprich Material, neue Bretter zu kreieren mit JP zusammen. Segel noch mal ein bisschen rumzufallen bei Niepride und bereiten uns da eben drauf vor. Weil den deutschen Geschwindigkeitsrekord, den hattest du schon mal inne. Genau. Das heißt, jetzt geht es wieder in eine ähnliche Richtung. Wie realistisch ist es, dass du dir wirklich auch diesen großen Rekord holst? Also Weltrekord wird wirklich sehr, sehr schwierig werden. Da muss schon wirklich alles passen, auch mit dem Wind und so weiter im Kanal. Da muss man immer ein bisschen Glück haben. Da kommen einige Faktoren dazu. Ich versuche es aber so vorzubereiten dieses Jahr, dass ich da möglichst nah rankomme und auf diesem Ziel natürlich dann vielleicht den deutschen Rekord wieder vom Gunnar Asmussen zurückhole. Das heißt so ein bisschen München. nach München, da sind wir natürlich auch sehr dafür, es ist so ein Geben und Nehmen. Dann drücken wir dir dafür ganz fest die Daumen. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Und dich sehen wir zum Beispiel auch dann in unserer Wiesensendung noch, genauso wie Peter Gojovcek. Ja, das heißt, unbedingt einschalten. Ab dem 18. September geht es bei uns los. Wir machen jetzt erstmal eine ganz kurze Pause und dann sind wir mit diesen Themen wieder da. Und Wiesen-Countdown. Wir zeigen euch schon eine kleine Sneak Peek, wie sich unsere Sportler in der Wiesensendung schlagen. Die Trabrennbahn in Daglfingen hat eine echte Tradition. Im nächsten Jahr wird das 120. Jubiläum schon gefeiert. Und jetzt an diesem Wochenende geht es auch wieder um Rennen und um Pokale, genauer gesagt um den Bayern-Pokal. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Angelika Gramüller, die Präsidentin des Münchner Trabrennvereins. Schön, dass Sie heute da sind.
Hallo Luisa, grüß Sie. Danke für die Einladung. Und dem Herrn Hiedlmeier. Sie treten am Wochenende an. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, danke für die Einladung. Bayern-Pokal. Ich habe es gerade schon gesagt, aber worauf dürfen sich die Münchnerinnen und Münchner denn genau am Wochenende freuen? Es ist ein großes Highlight unserer Rennsaison, dotiert mit 26.250 Euro. Höchst dotiertes Rennen in diesem Jahr. Eine ganz schöne Summe, die da schon kommt. Unsere Trabrennfreunde und Besucher dürfen sich aber auch auf mehrere Highlights freuen. Wir haben noch ein dreijährigen Rennen und ein zweijährigen Rennen, die auch sehr hoch dotiert sind, wo auch die Besten aus Deutschland sozusagen in dieser Altersklasse gegeneinander laufen. Aber unser Highlight, Bayern-Pokal, hat ein hochkarätiges Starterfeld. Das heißt, wir haben einige Hochkarätige mit dabei. Können Sie schon so ein paar Namen nennen? Wir haben zum Beispiel Halvar von Heiterbo. Der hat in Berlin vor 14 Tagen den Bahnrekord gebrochen mit 10,9. Die Insider wissen, was das bedeutet. Ich setze auf Sie draußen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja. Das heißt aber einmal für Nicht-Insider, das heißt, es ist ein sehr starkes Ergebnis. Es ist eine sehr schnelle Zeit. Und der Bahnrekord einer Rennbahn bei uns liegt da bei 12,2. Ist 2012 gelaufen worden und der wurde jetzt eben in Berlin gelaufen und der Berlin-Bahn-Rekord lag, glaube ich, bei 10,9 und der ist jetzt, oder 11,2 und der ist jetzt unterboten durch diesen wahnsinnig tollen Halvar von Heiterbo. Und das der heißt, kommt jetzt auch zu uns. Genau, das heißt, es gibt eine Chance, dass ein Rekord gebrochen wird quasi. Schauen wir mal. Er tritt an gegen Winnetou Diamant. Es war der Sieger im Münchner Pokal heuer bei uns. Wird gefahren von Marcel Brauer. Marcel Brauer hat in Berlin vor 14 Tagen das deutsche Traber-Derby gewonnen. Ist ein sehr junger Fahrer, 21 Jahre alt. Schauen wir mal. Es treten weiterhin an Arandell mit Michael Nimczyk. Natropo wird gefahren von Robin Bott. Das heißt, auch einige dabei. Sie haben jetzt schon ganz viele Namen genannt, ja, die gerade auch den Insidern auf jeden Fall sehr, sehr viel sagen. Aber wir haben 8 Starter, gleichwertig gute. Und besonders stolz bin ich auf unsere Franzosen, die im bayerischen Training sind. Das ist einmal Van Darifan, wird gefahren von Christoph Schwarz. Und natürlich unsere Desiree Star, wird gefahren von Stefan Hindlmeier. Das heißt, direkt natürlich die Überleitung. Am Sonntag steht der große Wettbewerb an. Was haben Sie sich denn vorgenommen? Naja, wir versuchen im Platz zu sein, also das heißt, in den ersten 5 dabei zu sein. Es ist ein sehr hochkarätiges Starterfeld, wie Frau Grammer schon ausgeführt hat, mit starken Pferden, mit Halvar von Heiterbo, also im ersten Band mit Oldono Lengai, ein Pferd, das in den großen Meetings in Schweden mitgelaufen ist. Wir versuchen uns gut zu verkaufen und in den ersten 5 zu sein. Das heißt international, aber noch sehr, sehr bescheiden auch, wie Sie es da anzeigen. Jetzt einmal quasi eben für nicht die Trabrennprofis. Worauf kommt es denn an, dass man ein gutes Rennen läuft? Ist da viel Technik dabei? Kommt es wirklich viel aufs Pferd drauf an, auf die Chemie zwischen Reiter und Pferd? Wie ist da die Situation? Naja, zunächst, das ist ein Rennen über die Marathondistanz nächsten Sonntag, über 3100 Meter. Das ist ein Rennen, wo man die Kräfte gut einteilen muss. Pferde, die besser dafür geeignet sind für Marathonrennen als für Sprintrennen. Halvar von Heiterbo hat vor 14 Tagen in Berlin über die Sprintdistanz gewonnen, hat aber auch schon bewiesen, dass er über die lange Distanz gut sein kann. Und da geht es immer darauf an, die Taktik richtig zurechtzulegen, den Rücken zu suchen beim Vordermann und dann erst quasi, wenn die Kräfte der anderen ein bisschen schwinden, dann anzugreifen. Das heißt, taktisch da sich auch zu überlegen, wann man eben angreift und wann es Sinn macht. Wenn jetzt jemand sagt, er startet ein bisschen später eigentlich, weil gerade beim Trabrennen ist das eine Sportart, wo man sagt, da musst du eigentlich mit 5 damit angefangen haben, dass du eine Chance hast. Oder gibt es da auch viele, die das dann irgendwann für sich entdecken und dann aber trotzdem noch ganz oben mitmachen können? Ja, meistens wird man schon durch die familiären Wurzel ein bisschen reingeboren. Bei mir ist es so, meine beiden Großväter hatten schon Rennpferde und dann ist es irgendwann mal in der Familie verankert und dann beginnt man halt mal. Mit 16 Jahren war das möglich, als Amateur die ersten Rennen zu bestreiten. Das habe ich gemacht und jetzt bin ich ein paar Jahre älter und fahre immer noch gerne. Das heißt auf jeden Fall die Leidenschaft da. Frau Gramele, am Wochenende, gibt es denn da die Möglichkeit schon, dass wieder Zuschauerinnen und Zuschauer da sind? Das war jetzt gerade während Corona eher weniger der Fall. Wie ist da der Stand am Wochenende? Ja, leider hat uns Corona ein bisschen ausgebremst, aber wir dürfen jetzt wieder Zuschauer zulassen. Zwar nur eine bestimmte Anzahl, aber die ist hoch genug. Wenn viele Leute kommen wollen, bitte melden Sie sich an auf info@munich-racing.de. Das heißt beim Münchner Trabrennverein einmal googeln, genau, und da kommt man auch auf die Homepage. Auf unsere Website und
Ich würde mich über zahlreiche Besucher freuen. Das heißt, das Wetter soll ja auch noch mitspielen am Wochenende. Das Wetter soll auch noch mitspielen, soll schön werden. Das heißt, am Wochenende hoffen wir, der Wettergott macht mit. Dass es dann auch ein Ausflug wert ist. Sie haben gerade auch schon gesagt, Sie sind schon seit einigen Jahren dabei. Es kommt eben viel auch so ein bisschen dann auch durch die Familie. Wie ist denn das Verhältnis zum Beispiel jetzt auch unter den Fahrern? Weil gerade wenn man dann so viele den ganzen Tag zusammen ist, gibt es da dann auch diese starke Konkurrenz? Oder ist das schon auch viel, dass man sich mal austauscht? Was sind so Tipps und Tricks oder ist das strikt getrennt auch? Ja, man kann von jedem was lernen. Man guckt sich natürlich bei jedem, der im Rennen erfolgreich ist, was ab. Ja. Und da gibt es auch immer wieder mal die ein oder anderen Tipps. Ja. Und zusammen ist es ein toller Sport. Und wenn man da zusammen gemeinsam tolle Erfolge feiern darf, dann freut man sich für den einen und für den anderen. Das heißt, der Bayern-Pokal steht jetzt als nächstes an. Gibt es denn schon noch ein Event, was jetzt noch mal in naher Zukunft liegt? In naher Zukunft nicht. Wir haben dann unsere normalen Alltagsrennen, die auch auf unserer Homepage natürlich aufgezeigt werden. Zum Jahresende haben wir dann noch mal unseren Weihnachtspokal. Das heißt, jetzt vollen Fokus erstmal auf den Bayern-Pokal, der ansteht, mit einem hochkarätigen Starterfeld, worauf wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen werden. Und dann drücken wir Ihnen die Daumen für Sonntag. Vielleicht wird es ja auch noch mehr als nur die Top 5, oder? Wir schauen. Und wir freuen uns dann sehr, wenn wir Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen und über das nächste Event, das in Daglfingen ansteht, sprechen dürfen. Würde mich freuen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke sehr. Danke sehr. Und vom Trabrennen geht es jetzt bei uns zum MMA, Mixed Martial Arts. Das ist eine Mischung aus Boxen, aus Ringen, aus verschiedenen Kampfsportarten. Und da ist einer bei uns Experte, mein Kollege Daniel Stock. Und der hat zwei Münchner und Bayern getroffen. Und bevor es am 2. Oktober im Cage im Ring ernst wird, für Mario Wittmann und Joel Bartobo, dürfen sie heute ein bisschen Geschick zeigen beim Bull, beim Boccia, wie es auch heißt. Joel, du darfst anfangen. Zwei Würfe, leg mal vor, wie weit du kommst. Mario, für dich geht es erstmal ein bisschen ums Interview. 2. Oktober, die Rückkehr ins Cage. Ist es auch ein Comeback? Weil ich glaube, 2018 war der letzte Kampf für dich. Ich würde nicht sagen, dass es ein Comeback ist, weil ich war nicht wirklich weg. Gab Corona-Problematik, so noch ein paar Problematiken, aber Comeback ist es nicht. Das ist einfach nur ein Wiedersehen. Was bedeutet es denn für dich, in dieser Serie bei We Love MMA zu kämpfen? Du hast dort früher schon Kämpfe ausgetragen und ich glaube, die bauen auch sehr auf dich. Die wollen, dass du ein bisschen das Gesicht dieser Serie wirst und auch bald einen Titelkampf machen kannst. Das heißt, du stehst auch unter Erfolgsdruck. Ich sag mal so, We Love MMA für mich ist wirklich Nummer 1 in Deutschland. Die ganzen anderen Sachen habe ich auch schon gut durchgekämpft, aber von Professionalität und Politik gibt es dort nicht. Professionalität ist sehr hoch. Für mich ist es auf alle Fälle die beste. Ich bin sehr gerne dort, ich kämpfe gerne dort und muss auch sagen, das erfüllt mich schon auch mit Stolz, dass sie auf mich sehr bauen. Das finde ich auf alle Fälle eine geile Sache. Mit dem Druck kann ich sehr gut umgehen. Ich habe über 20 Kämpfe und über 150 So-Kämpfe, das funktioniert. Und mit den Titeldingen habe ich jetzt mir noch gar nicht keinen Kopf gemacht. Also erstmal Step by Step und dann schon mal weiter. Jetzt kannst du jetzt mal zeigen, was du mit den Kugeln zu Wege bringst. Wir gucken mal. Oh, Joel hat wirklich dicht vorgelegt. Jetzt kommt Mario Wittmann. Der große alte Mann, hätte ich fast gesagt, aus Bayern des Kampfsports. Ah, nimmt die rote Kugel mit. Ja, Joel, jetzt darfst du ein bisschen hier mal zuschauen. Mach ruhig weiter, Mario. Auch du wirst am 2.10. in Nürnberg kämpfen. Für dich auch eine lange Pause in dieser Serie, in We Love MMA dabei zu sein. Wie bist du drauf? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich super. Ja, natürlich, die Pause konnte man nichts machen. Ich habe es sportlich genommen und ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe ein bisschen auch meinen Körper eine Pause gegönnt. Und ja, jetzt bin ich hier und wir sind ready. Mit welcher Erwartungshaltung gehst du ran? Das ist auch für dich eine Rückkehr. Auch du hast schon in dieser Serie gekämpft. Warst siegreich, dann solltest du in München antreten. Ja, dann kam die Corona-Pandemie. In Nürnberg bist du so ein bisschen Lokalmatador, weil aus Bayern ist man immerhin dann wenigstens auch einer, der dazugehört. Ja, schon. Ich sehe mich schon als Lokalmatador. Und ob ich mich als Favorit oder Außenseite sehe, ist dahingestellt. Ich will einfach nur einen guten Kampf machen und ich werde den Kampf auch gewinnen. Und ja, ich gehe da ziemlich siegessicher rein. Okay, also an Selbstvertrauen mangelt es mir nicht. Jetzt muss man schnell nachlegen. Gucken wir mal, ob wir hier einen guten Wurf machen. Ich habe mir das ja im Internet angeguckt. Okay, leider nur angeguckt und nie ausprobiert. Aber der zweite Wurf, der wird sicherlich umso dominanter. Okay, die erste Runde geht an Mario Wittmann, der lange Zeit schon kämpft. Egal ob Karate oder eben auch MMA. Und der ein bewegtes Leben aber auch schon hinter sich hat. In Japan gewesen ist,
in einer RTL-Show, muss man dazu sagen, ein Verführer gespielt hat sozusagen. Und, aber auch schon so ein bisschen kleine Reibereien hat mal mit dem Gesetz. Also du hast auch einen prallen Lebenslauf. Ist das auch eine Geschichte, die einfach dich auch auszeichnet als Typen? Ich sag mal so, ich brauche mich da jetzt nicht mehr verstellen oder aus Mr. Nice Guy. Ich bin, wie ich bin, mit Ecken und Kanten. Klar, ich habe mein ganzes Leben lang wirklich den Kampfsport gewidmet, komplett. Wie du schon sagst, Japan, Thailand, USA. Bin halt auch ein Hitzkopf. Ich habe eine sehr, sehr kurze Zündschnur. Wünsche ich mir auch gerne, dass sie ein bisschen länger wäre. Das macht mich aus. Dazu kann ich nicht mehr viel ändern mit 36. Beethoven hat mal tatsächlich gesagt, ich bin ein äußerst schwieriger Mensch. Aber ich tröste mich damit Gott mich so schuf und das sehe ich genauso. Jetzt nimmst du schon vorweg, 36, lass uns mal aufsammeln. Wie viel ist denn da noch drin im Tank? Ich meine, mit 36 und schon mehrere Jahre über 20 MMA-Kämpfe absolviert. Was denkst du denn, was kannst du denn noch machen in den nächsten Jahren? Joel, du darfst ja auch ruhig deine Kugeln holen. Was wäre noch überhaupt eine Möglichkeit für dich, wo du angreifen kannst? Also ich sag mal so, solange ich das Feuer noch habe und es noch lodert, und es lodert extrem, mache ich mir gar keine Gedanken über Retirement, über Zurücktreten oder sonstiges. Ich bin noch verletzungsfrei. Ich habe wirklich Glück. Man sieht auch meine Ohren, Nase, da ist alles noch da. Keine Rückenprobleme, keine Knieprobleme. Also ich kann das relativ lange noch machen. Sky's the limit. Wir werden sehen, wo es hingeht. So, jetzt geht's gleich weiter. Jetzt kann er nochmal hier zeigen, was er drauf hat. Ich schmeiß nochmal den roten. Du darfst diesmal anfangen und dann darf Joel nebenbei ein bisschen was erzählen. Tauchen wir schnell hier rüber. Joel, was ist deine Zukunftsperspektive? Du bist nun Erde und Kämpfer der neuen Generation mit wie vielen Jahren jetzt genau? 24. Das ist wirklich noch ganz am Anfang einer Karriere. Also was sind Pläne, Ideen, Wünsche, Träume? Es ist erstmal das Ziel, dass ich mich regional durchsetze, dann deutschlandweit, dann international. Und ja, Step by Step, damit beginnt erstmal am 2.10. eine gute Performance hinzulegen und dann denke ich immer Schritt für Schritt. Die ganze Serie Wheel of MMA, die würde im Februar nach München kommen. Dazwischen sind auch noch Veranstaltungen in Saarbrücken, Hamburg, Berlin, Düsseldorf ist dann auch mit dabei. Ein Traum von dir, vielleicht in München zu kämpfen, so wie es vorgesehen war und sich eben mitten im Sieg in Nürnberg gleich dafür zu empfehlen? Natürlich, natürlich. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn es letztes, also vor Corona besser gesagt, geklappt hätte mit dem Kampf in München. Leider ist es nicht so gekommen. Deswegen freue ich mich umso mehr nächstes Jahr im Februar, wenn dann die Kampfserie hier nach München kommt. Ich hoffe, du bist dann auf jeden Fall mit dabei. Du darfst jetzt gucken. Mario hat es schon wieder geschafft, ganz dicht dran. Der hat heimlich trainiert, ohne dass er wusste, was los ist. Mario, wenn du sagst, in Deutschland ist das für dich die Serie, die für dich den stärksten oder den besten, den professionellsten Eindruck hinterlässt. Generell, wie siehst du den MMA-Sport in Deutschland? Ist das immer noch Entwicklungsland? Ich muss sagen, Wheel of MMA tut schon viel dafür, muss man sagen. Die machen wirklich viel, dass es ein bisschen Mainstreamer wird. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schwer. Es ist schwer, damit wirklich Geld zu verdienen. Es ist schwer, den Leuten zu erklären, dass wir keine Asozialen sind, dass wir keine Schläger sind oder sonstiges. Das ist einfach wirklich ein komplettes Entwicklungsland. Und ich weiß nicht, wann das mal besser wird. Wenn man jetzt die Problematik sieht mit Smolik, da wird alles nochmal dagegen geschossen. Michael Smolik, der früher Kickboxer gekämpft hat, hier auch für ein Münchner Gym, jetzt dann auch zum MMA gewechselt ist. Ja, wenn man aber sieht, was die GMC mit ihm macht, dass sie halt ihm irgendwelchen Fallobst geben, ist es halt ein absoluter Rückschritt und davon distanziere ich mich komplett. Der Boss von Wheel of MMA versucht wirklich tatsächlich alles und es bleibt aber ein Entwicklungsland. Wir müssen da noch abwarten, ein paar Jahre dafür gut liefern und dass wir international dann ein bisschen mehr erreichen können. So, jetzt werde ich nochmal zur Tat schreiten. Mario Wittmann hat vorgelegt, Joel Bartobo aus München hat versucht, Hotti nicht vertreiben. Und jetzt liegt es an mir, die Ehre der Münchner zu retten gegen den Ingolstädter. Das war ein fast super Wurf. Beim Abwurf sah es noch super aus. Und jetzt? Okay, wir halten fest, Mario Wittmann gewinnt 2 Runden in der Bull-Meisterschaft innerhalb der Sportarena. Und übrigens, warum ich heute Lederhose und Weste trage, extra neu von unserem Ausstatter bekommen habe für euch beide, das klärt sich bald auf in unserer Sendung Wir sind Wiesen, denn auch dort werden die beiden zum Zuge kommen. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Und jetzt sollen alle anderen sich überzeugen, was die beiden im Cage leisten können. 2. Oktober sind sie dabei in Nürnberg bei Wheel of MMA und dann geht's zur Sache. Aber ich verrate schon ein bisschen mehr, was denn ansteht ab Samstag bei uns. 16 Tage Wiesenfieber, eben mit ganz vielen Sportlerinnen und Sportlern, auch einigen Gästen, die heute bei uns im Studio dabei waren. Wie das Ganze aussieht für Sie zu Hause, gibt es schon mal einen exklusiven kleinen Vorgeschmack. Unser Wiesen sportlich. Wir sind Wiesen, 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 egal ob Wiesen, Wiesen.
Wir sind sportlich heute beim EHC Red Bull München mit Conny und mit Zach. Servus, schön, dass ihr da seid. Servus, grüß dich. Conny, Hand aufs Herz, wie sehr fehlt dir die Wiesn? Ja, geht mir schon brutal ab. Ich meine, es ist auch mit einer der witzigsten Tage einer Saison, wenn wir mit der ganzen Mannschaft ausrücken und unseren Wiesnbesuch machen. Ja, jetzt hofft man natürlich, dass das nächste wieder geht. Aber wir haben schon mal ein bisschen Wiesnstimmung hier mit dabei, bringen ein bisschen Wiesn eben zum EHC und starten gleich mal mit dem ersten Spiel. Wie sind deine Bierpong-Erfahrungen? Ja, nicht sonderlich gut, aber der Zach war ja auf dem College. Ich bin mir sicher, der hat schon die eine oder andere Partie hinter sich. Zach, you're pretty confident with the beer pong game? I don't know if confidence is the word, but I'm gonna try my best. Also er weiß nicht, ob er so viel Vertrauen hat, aber er versucht es auf jeden Fall. Dann würde ich gleich mal sagen, auf geht's! Zur Not müssen wir es ein bisschen zusammenschneiden. Save our honor. Oh. We have other games. We have that's other good. Games. That's also, good. Wir haben noch andere Spiele, wie sie sich da schlagen. Das seht ihr später. Wiesn-Quiz, und ich kann es jetzt auch schon mal verraten. Beiden sprechen sich schon ab, überlegen schon, welche Fragen drankommen können. Und sie haben relativ gut geraten. Die erste Frage, die wir haben, ist nämlich tatsächlich direkt, wann war denn das erste Oktoberfest? Ihr dürft euch beraten. Ich weiß es sogar. Ich glaube, wir legen mal Hand ins Feuer, dass der das sicher war. Weil ich glaube, da waren deine Vorfahren dabei. Ja. Also wenn ich mich ganz täusche, war das 1810. Das ist einfach souverän. Stark. Ja, Punkt für die Achinger. Ja, und ja. Das Vertrauen war auf jeden Fall da. Ja, 100%. Kapitän, so, vertraue ich. Eben. Dann haben wir auch schon die zweite Frage. Mal schauen, ob ihr da auch so souverän seid. Wie oft ist denn das Münchner Oktoberfest bisher ausgefallen? Also das dieses Jahr zählt noch nicht dazu wahrscheinlich, sondern Vergangenheit, gell? Letztes Jahr auf jeden Fall. 12, 18 oder 26 Mal? 26 kommt ein bisschen viel vor. Wohl, warte mal. Also Krieg waren 10. Also 12 sicher, gell? Also 11 haben wir ja schon mit Corona. Was war das dritte nochmal? 12, 18 oder 26? 20 ich sag nicht. Doch, ich sag die 26. 26 mal ist ja ausgefallen. Ja, ja, glaub mir. Glaub mir. Ich bin absolut nicht bei dir, aber. Ich nehme die 26. 18 ich habe das Gefühl, der Seppi hat vorher unsere Lösungen gesehen. sind tatsächlich 26? Ja, klar. Souverän, Glückwunsch. Gerne, danke. Okay, letzte Frage, alles entscheidende Frage. Markus, jetzt setze ich auf dich. Das wird deine Frage. Wie viele große Festzelte stehen denn auf der Wiesn? Also ich sage auf jeden Fall 15 sicher, irgendwas zwischen 15 und 20. Du hast doch Möglichkeiten. 10, 14 oder 16? Was, 10, 14 oder 17 gibt's? 16. Oder, was meinst du? Ja, wir nehmen 16. 16, machen wir 16. Ja, es waren, also knapp daneben, es sind 14. Ah, scheiße. Aber das wäre jetzt auch zu stark gewesen, hätte er zwar alle drei gleich gehabt. 2 von 3 sind wir gut dabei. 2 von 3 seid ihr sehr gut dabei. Jetzt schauen wir mal, sorry, wie gut nee, sie auf sich mich. In der letzten Kategorie. Das sind mit Fragen. Mit Optionen. Herr Seppi, ich muss fragen, so, wie cool ist ein Divisrad oder so? Wie cool ist es denn ja, da? Ja, sehr cool. Okay, also es ist sehr cool. Und wie cool dann die letzte Kategorie ist, Fortsetzung folgt. Kategorie 3, Bierfurze schnappen. Bierfurze. Oh Gott, ich kann es immer noch nicht. Bierfurze. Schnipsen. Verzeiht mir, ich habe es eigentlich noch mal geübt, wie es eigentlich richtig auf Bayerisch heißt. Probier's noch mal. Bierfurzel. Furzel. Bierfurzel. Die Linda übt schon mal, weil man muss bestimmt dein erstes Mal, oder? Dass du das spielst. Ah, ja. Ja, sah aber okay aus. Das heißt, du darfst dir gerne ein paar mehr dann noch nehmen, wenn du magst. Sehr gut. Zähl mal, wie viele es sind. 6. 6, okay. Also 6 fürs erste Mal machen, ist nicht schlecht. Sehr gut. Ich jetzt mal mehr. Sehr gut. Ich bin sehr beeindruckt. Stark. Das heißt, nochmal, geht nochmal drauf. Ach so, geht bei jedem richtig. Ah. Geht nochmal was drauf. Ja, 13, immer ein Dreierschritt. Genau. Ah, gerade waren es 4, jetzt nochmal ein Dreierschritt. Geht das überhaupt mit so vielen? Sicherlich. Oh! Ah. Oh! Ah.
Ja, warte, ich probiere es noch. Aber du machst, der war leider etwas zu hart. Du machst der Sydney Lohmann dann Konkurrenz, glaube ich. Nee, ich glaube, die kann das besser, aber die kommt ja hier aus der Gegend. Da hat man es wahrscheinlich als Kind schon öfter gemacht. Da liegt es dann dran, wie gut die Bedienung ist, wie lange man warten muss. Nee, das wird nichts. Aber 13 waren es, oder? Ja. 13 waren stark und ein neues Hobby für dich? Ja, ich übe auf jeden Fall. Übst auf jeden Fall? Ja. Und dann nächstes Jahr einmal hier. Bist du bei der Wiesn dabei, Linda? Ja. Also, Linda, nächstes Jahr bei der Wiesn. Wir hoffen, dass du dann endlich wieder stattfindest. Ja, aber jetzt findet sie nämlich erstmal hier bei uns statt auf München TV. Also ich freue mich schon narrisch. Okay, an meinem Bayerisch arbeite ich noch. Ob ich es in den 16 Tagen geschafft habe, das Wort Bierfurzel richtig auszusprechen. Es bleibt spannend, immer ab 18.20 Uhr bei uns auf München TV. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal noch viel Spaß mit unserem weiteren Programm. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei waren. Schönen Abend, Servus, ciao und bis zum nächsten Mal.